Hey! Oh mein Gott! Neues Biom! Wir sind in einer. Oh Gott! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zur heutigen Folge Minecraft. Und lange ist es her, ja, das ist die zweite Folge Minecraft auf diesem Kanal, Freunde. Ich würde sagen, Brox und ich haben heute die Mission. Wir müssen uns zum Erdkern durchgraben. Es wird auf jeden Fall wild, wie immer. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Yo! Broxo! Was geht? Wir sind hier einfach im Minecraft unterwegs. Lange ist es her, muss ich sagen. Guck mal mein Haus an, Alter. Oh, Brudi, da hast du dir aber dieses andere gegönnt, oder was? Das sieht ja wohl absolut nice aus. Guck dir die Chamäleons an, die ich mir auch geholt habe. Die sind überall hier, Alter. Hey, guck mal, der will mich, glaube ich, beißen. Lass bloß mein Chamäleon in Ruhe. Aber pass auf, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz hier mein Haus. Zeig mal her deine Bude. Oh, edles Teil. Sag mal. Komm mal rein nicht hier. Schlecht. Hier ist nämlich mein Billardtisch, ja, wo man Billard spielen kann, wenn man mal gerne möchte. Auch ziemlich geil, ne? Also das ist aber gut eingerichtet auch hier. Das ne? habe ich echt gut eingerichtet. Hier kannst du gerne deine Jacke, gerne ranhängen, würde ich sagen. Wenn du natürlich auch trainieren willst, ist hier natürlich auch ein eigenes Home-Gym, weil momentan ist ja alles zu. Ja, stimmt. Bam, gegenboxen. Und komm mal nach oben. Ich hab oben. Oh, Alter, das ist ja riesig hier. Ja, das ist richtig gut. Dann komm mal erstmal hier zu meinem Gaming-Setup hin. Hier hab ich erstmal. Hier nimmst du immer auf? Eingerichtet, ja. Ey, hier ist dein danke. Stuhl auch. Guck mal. So. Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zum heutigen Video. Spielst du gerade Minecraft oder spielst du gerade? Ich spiele Minecraft, Leute, ihr seht's doch. Du kannst auch die Ideen draufschreiben. Guck mal, hier kannst du so einen Kalender und so. Cool, das ist richtig cool gemacht. Auch wie das hier aussieht, den Kopfhörer. Das ist nicht schlecht. Echt gut gemacht. Hier ist auch noch Miezekatze hier und noch so ein kleiner Ring, wo man drin kämpfen kann anscheinend. Und die Miniatursachen. Was ist das da für ein kleiner Ring? Das ist so ein kleiner Kuchen. Da kämpfen halt welche. Was ist daran so schlimm? Ja, ich weiß auch nicht so, was daran so schlimm sein soll. Aber sehr sonst habe ich hier halt noch mein Pikachu, mein Schlafzimmer und so, wo man drin schlafen kann. Oh, was hast du hier? Fische auf so ein Aquarium? Ja. Alter, was ist denn das da unten? Was ist denn das für ein Vieh? Das ist Pikachu, das ist mein Pikachu. Aber ich sag's dir einfach... Ja. Ich muss dir was verraten. Ich weiß, wir können theoretisch jetzt auch Monopoly spielen so. Ja, aber das Ding ist, ich habe was im Garten entdeckt, ne? Und das wollte ich dir mal zeigen. Ja, ich wollte das dir okay, zeig mal hier das Ding. Was hast du denn da entdeckt? Guck dir einfach mal diesen mega Baum an. Ich Alter, weiß. Ist das so ein Mammutbaum oder sowas? Das ist und guck mal hier, mega. Du hast so eine Schaukel und so, das ist halt richtig cool. Ja, richtig hier. Cool. Aber das Ding ist, guck mal, was ich entdeckt habe, und zwar steht hier, das ist anscheinend so ein Loch, das ist, geht in den Erdkern rein. Ja? Okay, aber ich kann hier gar nichts abbauen, sehe ich gerade. Ich weiß, ich habe Spezialwerkzeug in meiner Garage. Okay, aber Erdkern? Übrigens, aber kein Verraten, mein richtig, richtig cooles neues Auto. Du hast dir nicht ein neues Auto gegönnt. Oh mein Gott, zeig her, das will ich sehen. Erstmal habe ich ein richtig cooles Planschbecken da vorne mit der Ente drin, aber... Guck mal hier, jetzt mal seht. Mit dem Garagentor. Oh, Junge, sehr, sehr nice. Sieht ja absolut nice aus. Hier ist mein neues Auto. Achso, ein Mazda steht hier vorne. Ja, okay. Jetzt kann man hier pass auf. Alter, wie schnell bist du? Verdammt. Ich glaube, du musst mal rückwärts gehen. Ich bin leider in den. Och, es tut mir leid. Ich bin leider in den. Du hast es direkt gecrashed. Du bist direkt durchgezogen. Okay. Ja, egal, wir graben doch eh. Egal. Ich habe ja nämlich so eine Kiste, guck mal, da habe ich eine Schaufel für dich reingepackt. Ah, perfekt, ich nehme mir die mal, ja? Ja, hier. Dann lass uns doch mal anfangen, jetzt in den Erdkern uns reinzubullen und gucken mal, was wir in meinem Garten da so haben. Oh, da bin ich aber mal ganz gespannt. Ich auch. Okay, doke, Kasper. Oh, okay. Welches wer zuerst Loch unten willst ist? Du? Rechts oder links? Ich nehme das hier. Okay, den nehme ich ab. Und los! Der ist jetzt unten ist! Abbauen! Mal gucken, wo wir hinkommen. Aber das Ding ist, man darf eigentlich in Minecraft nicht geradeaus nach unten graben. Das ist eigentlich so eine Sünde. Das fällt man in Lava, ne? Glaube ich. Ich dachte, ich hab's gerade noch gesagt. Schnell weiter runter. Oh Gott, ich glaube, ich bin in deinem Loch, oder? Oh mein Gott, grab runter, los. Ich brenne immer noch. Okay, alles gut. Bist du am Start? Okay. Mach mal den Lüfter hier an. Ey. Oh Mann, mach doch nicht hier. Oh mein Gott. Tut mir leid. Ey. Junge. Hast du gerade die rote Tür gesehen? Was für eine rote Tür? Da war gerade so eine rote Tür. Oh mein Gott. Hier, ich hab sie. Okay, ich bin... Oh mein Gott, hier geht's direkt weiter. Oh mein Gott, Broxo! Hier, alles gut. Alter, was war das gerade? Irgendwie so ein Ventilatoren, so ein Lüftungsschacht oder so, ne? Ja, okay, irgendwie schon. Okay. Lass uns mal weiter nach unten. Lass mal ein bisschen weiter bauen hier.
war ganz schön verrückt, muss ich sagen. Ich mag es eigentlich gar nicht, in Minecraft gerade außer uns zu graben, aber nee, da meistens... ist auch nicht so meins. Da passieren nicht gute Dinge, muss ich sagen. Nee. Ich hab anderthalb Herzen. Oh mein Gott, ich bin voll live. Wie, du hast nur anderthalb Herzen? Und was ist da? Was ist das hier? Hä? Ist das hier die Schokoladenfabrik von Willy Wonka? Okay, warte mal, ich kann in Lava rein, ohne dass ich Leben verliere. Ist auch nicht schlecht. Stimmt, ich auch. Okay, warte mal, hier steht Härte Level 2. Okay. Hallo. Ach, das ist gar kein Sand mehr, das ist jetzt schon so gehärteter Sand. Ich glaube, wir brauchen jetzt vielleicht brauchen wir brauchen ein anderes Werkzeug vielleicht, ne? Was wir jetzt glaube ich auch. Warte mal. Okay, pass auf. So. Okay, alles klärchen. So, was haben alle? Wir haben hier so komische Ponys. Aber so essen auch hier und so, ne? Ja, und echt essen. Warte mal ganz kurz. Ist überhaupt ihr in diesem. In dieser was sind das für Ponys? Was ist hier? Ist ein Einhorn. Guck mal. Ist ein Einhorn. Oh. Hey. Hallo, kleines Einhorn. Nein, wir sind anscheinend in die Süßigkeitenfalle gelandet. Und jetzt müssen wir für die 8 Lollipops finden. Aber wo sollen die denn? Ich sehe einen! Ich sehe einen oben! Hier hoch! Wo denn? Ah, hier hoch, stimmt! Hier hoch. Oh, hier ist auch einer! Warte, hier liegen auch welche rum. Ich habe den Lollipop auf dem Boden gefunden. Warte mal, hier, aua! Und da hinten auch noch! Ich glaube, man muss da so ein Jump'n'Run machen oder so. Warte mal. Ja? Warte mal, muss ich dir jetzt einen Lollipop geben, so jetzt? Ja, guck mal. Ich gebe dir den. Pass auf, nein! Was ist los? Ich wurde gerade von so. Du darfst gar nicht zu den. Zu den Dings. Ah! Du darfst nicht zu den Einhörnern draußen hin. Achso, wieso das nicht? Weil die einen dann irgendwie oben einsperren. Ich weiß auch nicht warum. Ach so. Ach, im Kerker da oben, lol. Okay. Warte, hier liegen noch mehr. Hier liegen einfach Ich hab hier auch schon, welche. Noch drei Stück, okay. Noch drei Stück, okay, warte, jetzt noch zwei. Ich hab hier so eine Vermutung. Ja, ich seh sie. Wo denn? Guck mal da, hier stimmt, vor mir. Da ist noch ein Lollipop, Lollipop. Hier okay. Und den. Und wie komm ich jetzt? Verdammt. Hast du den? Warte, ich hab. Okay, sehr hier, du musst auch einen haben. Hier, komm. Ja, okay, dann... Und ich wurde eingesperrt! Oh Gott, nein! Ich komm. Okay. So, warte mal. Ich warte auf dich jetzt hier. Okay, let's go. Und oh, wir haben was bekommen. Eine Schaufel, eine neue. Eine Goldschaufel haben wir jetzt bekommen von Damit Carina. Können wir uns bestimmt runterbauen, oder? Danke, Carina. Ich würde sagen, danke schön, Carina. Ich würde sagen, dann komm. Dann. Okay, let's go. Oh, ich fange einfach an und los. Guck mal, wir können es echt damit runterbauen. Wie cool ist das denn? Aber was ist das für ein Zaubersand, ne? Und ich bin echt gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Oh mein Gott! Neues Biom! Wir sind in einer. Oh Gott, guck dir diese Kisten! Oh Gott! Was ist denn mit den Kisten los? Warte mal! Was ist denn mit den Kisten los? Was ist hier los? Das nächste Werkzeug finden. Warte mal, ich glaube, hier müssen wir. Was müssen wir finden? Ich weiß es auch nicht. Wie wieder eine neue Schaufel oder sowas. Okay. Aber was sollen wir. Ey, die Kiste Feuer! Hier ist eine Kiste! Was? Ich bin explodiert! Wie jetzt? Man explodiert, wenn man eine Kiste. Man explodiert, wenn man eine Kiste aufmacht! Oh mein Gott, pass auf! Ja, pass auf! Ja, ich glaube einfach, nein, ich glaube, du hast einfach die falsche Kiste aufgemacht. Oh, hier sind verschiedene? Kisten. Ich habe nur eine gesehen. Ich glaube, hier ist es drin. Da war es doch schon. Perfekt. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass es verschiedene Kisten gibt. Wo sollen denn hier noch welche sein? Ich hatte noch eine gesehen. Eine Kiste war irgendwie. Ah, ich sehe noch eine, ja. Weit oben. Okay Boxo, ich manage das für uns. Ich habe die gleich. Genau! Hat ja super funktioniert! Ich hatte die fast! Ja, warte, keine Sorge, ich hol die jetzt, okay? Komm, du bist ja der kleine Monkey, du musst das jetzt schaffen. Ich bin richtig der Monkey, ich sag's dir. Ich bin ein Profi. Bin ein geheimer Minecraft. Ich will gar nichts gesagt haben. Ich glaube, du warst zu unfähig. Oh, vorsichtig. Oh. Und? Ja, sieht gut aus. Hier ist die Kiste, der Pfeil. Okay, hau drauf. Okay, was ist drin? Nicht explodieren. Oh! Hier sind. Ja, ich hab was neue Schaufeln. Wo bist du, Kaspar? Hier. Wo denn? Bist du unten? Hier oben. Da! Okay, warte mal. Pass auf, ich geb dir ganz. Oh nein! Kaspar! Die haben mich aufgefressen! Warte, ich komm! Schnell, komm her! Ich muss dich runtergraben, okay? Hier! Los! Komm, das war so knapp. Oh mein Gott, das war mega knapp. Das war so knapp. Nein. Lava, raus. Aber wir verlegen Leben. Alles gut. Okay, das ist echt gut, muss ich sagen. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Oh, wir müssen schon wieder uns runtergraben. Härte Level 10. Oh, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wollen wir uns mal aufteilen? Soll ich mal hier links rüberlaufen? Ja, du gehst mal links, ich geh mal rechts. Okay, was suchen wir? Irgendwie vielleicht auch irgendwelche Sachen? Ich hab Angst, eine Kiste aufzumachen, ne? Die ist eine Kiste. Hallo? Kaspar, komm her. Hier ist Diamantrüstung für uns. Ich hab hier auch was. Was hast du entdeckt? Ich hab hier so eine riesige Bücherei entdeckt, aber warte mal, ich komm mal zu dir erstmal kurz. Hier ist auch eine drin, stimmt. Goldene Äpfel hab ich auch noch bekommen. Okay, erstmal anziehen hier das Ding. Auch nicht schlecht.
Ah, perfekt. Okay, komm, wir müssen, glaube ich, zur Bücherei da hinten. Dann lass mal zur Bücherei. Glaubst du, das ist da richtig oder was? Ja, ich habe da, glaube ich, ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir müssen da rein und dann ist da vielleicht irgendwas. Also es sah auf jeden Fall richtig aus, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Okay. Ja, wo war das jetzt nochmal? Hier. Okay. Oh, sind hier viele Bücher. Ja, ist riesig. Und hier, warte mal, was steht hier? Was steht da? Oh! Hä? Oh, ich habe irgendeinen Zauberspruch aktiviert! Hoch! Ich habe Bücher! Oh mein Gott! Oh mein Gott, irgendwelche Bücher. Warte mal, komm hier, schnell her. Was hast du? Warte, ich bring's dir mit, eine goldene Spitzhacke. Ah, die brauchen wir. Ja, perfekt. Hier, guck mal. Ah, hier. Das ist super, danke, okay. So, dann können wir die jetzt wieder benutzen. Dann lass uns mal wieder zurückgehen. Ich glaube, wir müssen... Ich brauche eine Pause. Ja, du kannst eine Pause gebrauchen, wenn wir weg sind. Okay. Also, sind ja Spinnen an der Decke auch oben. Ey, schnell abhauen hier, ich hab Angst vor Spinnen. Angst, und auch hier die verzauberten Bücher. Oh also, Gott, die sind so viel lauf, vor. Lauf. Was hast du hier angestellt? Jetzt hier, komm, runter hier. Wir jetzt auch schon mal runden. Let's go. Ich bin echt gespannt. Also so langsam müssen wir doch mal den Erdkern erreichen, oder nicht? Ja, ein... Alter, ich hab einen Trampolin. Ich auch. Warte, was ist das denn hier? Juhu. Hä? Hier ist ein Goldtopf. Okay. Und warte mal. Hier, geh ich mal rein. Warte mal. Hier, ein kleiner Kobold. Hier. Komm her, hier ist ein kleiner Kobold. Hier liegt Gold. Ich hab Gold gefunden. Ja, das müssen wir dem, glaube ich, bringen, oder? Juhu. Hier noch ein bisschen Gold. Es macht ja mega Bock. Das ist echt voll cool, ne? Ja, ich hab's. Okay, alles gut. Warte mal, ich glaube, hier war noch irgendwo. War hier noch oben, glaube ich. Oh Gott, ich hab zwei her. Oh, hier liegt auch noch Gold. Nee, okay, hab ich. Okay, also. Ich hab noch zwei Stück. Wie viel fehlt noch? Drei Gold. Einer fehlt noch irgendwo, ein Goldbarren. Ich hab noch einen. Also. Achso, du hast noch einen. Okay, dann komm ich. Dann haben wir, glaube ich, alle, oder? Ich hab einen gestartet. Achso, okay. Okay, geben wir das dem kleinen Kobold. Ja! Er hat sie uns gegeben! Hey, perfekt. Kleiner Kobold. Danke dir, Kobi. Ich würde sagen, wir quatschen gar nicht mehr so lange. Wir haben nämlich eine Mission. Wir müssen nämlich wir runter jetzt langsam hier mal. Bis zum Erdkern. Jetzt können wir sogar Obsidian, okay. Oh. Kasper. Broxo, ich fang dich auf. Hey, was war das? Das war ja zu lustig. Wo sind wir denn jetzt hier runtergeflogen? Weiß ich auch nicht. Irgendein Biom. Oh, hier ist was. Ein Skelett! Das ist echt ein Skelett. Da liegt ein Buch! Okay, nimm mal, was steht da? Oh! Oh mein Gott! Was ist jetzt los? Was ist gerade passiert? Warte mal. Die Dinosaurier! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Das sind auch, guck dir mal die Fische an auch, das sind voll die Verrückten. Oh Gott! Die schreien aber laut rum. Das ist über mein Apfel hier schon mal. Was steht überhaupt im Buch drin? Erzähl mal, lies mal vor. Dass er hier schon seit 6 Jahren anscheinend gestrandet ist und er hat anscheinend irgendwo einen Schatz versteckt in einer Höhle, sagt er. Und wir finden anscheinend keinen Weg, um noch zu entkommen, sagt er. Okay, also wir müssen eine Höhle finden, so wie ich das verstehe, oder was? Und da ist ein Schatz drin? Ich würde das sagen. Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt hier eine Höhle suchen. Okay. Um dann quasi. Ich würde mal sagen, lass uns mal. Warte mal, er meinte auch, wir sollen einen Weg folgen. Also hier haben wir so einen kleinen Steinweg. Ach, hier der. Okay. Oh, ist der brav hier? Ist der freundlich? Weiß ich nicht. Kann ich auf dem reiten? Was glaubst du? Ich kann ihn nicht hauen. Nee, stimmt. Warte mal, aber ich versuche. Guck mal, dann reite auf ihn! Den Steinweg verfolgen. Okay. Hier ist er noch so. Oh Gott. Hast du es gehört? Kann ich da das Hühnchen holen? Ich habe ganz laut das Schreien gehört. Oh mein Gott. Ich höre die ganze Zeit hier ganz verrückte. Oh mein Gott, ich kriege hier noch Angst, ey. Weil es gibt ja auch gefährliche Dinosaurier, ne? Ich wollte es nur sagen. Ey, guck mal, wie tief das hier auch geht und so, ne? Da will ich auf jeden Fall nicht reinfallen. Oh, Alter. Gott, ey. Okay, lass mal lieber den Weg hier verfolgen. Ja, lieber mal. Safe is safe. So, hier, zack. Okay. Was ist das, die ganzen Geräusche hier? Oh, das ist doch richtig nah. Alter. Hinter uns, Raptoren. Lauf, vor dir auch. Lauf. Wir müssen weg. Ja, glaube ich auch, Lass über die Bäume rüber. Okay. Alter. Oh Gott, die sind auf jeden Fall gefährlich. Wie ist mit dem hier? Ich springe über die Bäume. Oh mein Gott, der greift dich an. Pass auf. Der hat nach dir geschnappt. Ich laufe an dir vorbei. Roxo, lass mich nicht zurück. Du lässt mich jetzt voll hängen. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Ich komme. Oh Gott, riesige Brontosaurus. Viecher. Alter. Junge, die sind ja riesig. Ich komme. Ich komm. Alles gut, okay. Oh Gott, Alter, ist hier so ein riesen Triceratops oder keine Ahnung, wie der heißt. Triceratops heißt er, glaube ich. Ja, okay. Warte mal. Kochtopf. Ich hab die. Was ist los? Guck mal da vorne. Da ist die Höhle. Und was ist da? Ich glaube, das die kurzen Arme. Die kurzen Arme. Lauf. Nein, oh mein Gott. Lauf.
Schnell, der verfolgt dich! Ein Tyrannosaurus Rex! T-Rex, T-Rex! Der kommt! Rein hier! Was soll ich sagen, Freunde? Wir haben die Höhle gefunden und ich meine, das Skelett hat ja schon gezeigt, dass man da nicht entkommen kann. Also, aber dafür haben wir immerhin eine Höhle gefunden mit viel Gold oder so. Es hat auf jeden Fall wieder mega Bock gemacht, wenn ihr Minecraft feiert, ja? Und auch generell mehr Folgen mit Broxel sehen wollt, dann haut gerne auf den Like und auf den Abo an. Schreibt auch gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, weil Broxel und ich haben schon ziemlich doll Bock auf Minecraft, muss ich gestehen. Also, Freunde, habt einen schönen Tag. Checkt noch gerne eins von anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.